Südlich von Dijon, im Departement Côte d'Or, führt die A36 in Richtung Besançon. Auf 11,25 Kilometern dieser Ost-West-Verbindung sollte in beiden Richtungen eine neue Deckschicht eingebaut bzw. verstärkt werden. Um den hohen Anforderungen an die Ebenheit der Straße gerecht zu werden, setzte das Bauunternehmen Roger Martin Entreprise den Vögele-Fertiger Super 1900-3i mit einer starren Bohle vom Typ SB250TV ein und sicherte die unterbrechungsfreie Beschickung durch einen Powerfeeder MT3000-2i Standard. Der Super 1900-3i ist ein leistungsstarker Straßenfertiger, der mit unterschiedlicher Verdichtungstechnologie sehr flexibel für viele Anwendungsgebiete eingesetzt werden kann. Ausgestattet mit der besonders stabilen Technik der starren Bohle SB250 mit Tamper und Vibration erreicht er auch bei großen Einbaubreiten eine hohe Verdichtungsleistung. Mit den beiden hydraulischen Ausziehanbauteilen von je 0,75 Meter Breite kann die Arbeitsbreite der starren Bohle Vögele SB250 in einem Bereich von insgesamt 1,50 Meter von 7,50 Meter auf maximal 9 Meter variabel verstellt werden. Und doch hat die Bohle eine so gute Stabilität, dass sie auf der hier einzubauenden Breite von 7,50 Meter eine exzellente Ebenheit in Querrichtung erzielte. Der Toleranzbereich von bis zu 5 mm wurde auf der gesamten Länge der Strecke, also auf 22,5 Kilometer, sogar unterschritten. Die Abweichung belief sich auf nur 3 mm. Um auch in Längsrichtung den strengen Anforderungen der französischen Autobahngesellschaft Autoroute Paris-Rhin-Rhône zu entsprechen, muss der Einbau kontinuierlich ohne Stopps und Verzögerungen erfolgen. Denn jede Unterbrechung könnte zu sogenannten Anfahrbuckel führen, da das Einbaumaterial vor der Bohle abkühlen würde und sich infolgedessen nicht mehr so gut verdichten ließe. Für die ununterbrochene und kontaktfreie Mischgutzufuhr sorgte der Vögele-Beschicker MT3000-2i Standard. 200 Lkw-Ladungen pro Tag wurden an den Powerfeeder übergeben, der wiederum den Super 1900-3i kontinuierlich mit Deckschichtmaterial versorgte. Es kam zu keinerlei Stillstand der Einbaumaßnahme, wie auch Bauleiter Charles Marseille bestätigte. Durch das extrem leistungsfähige Förderkonzept des MT3000-2i Standard können bis zu 1200 Tonnen Mischgut pro Stunde transportiert werden. Die konisch geformten Schnecken im Materialbehälter verhindern die sogenannte Tunnelbildung im Mischgut und sorgen dafür, dass das Material aus allen Bereichen des Aufnahmebehälters gleichmäßig abgeführt wird. Das muldenförmige und besonders breite Förderband stellt einen stabilen Materialtransport und eine präzise Übergabe an den Fertiger sicher. Diese Prozesssicherheit auf der Baustelle ist der Grund dafür, dass auf Autobahnen kaum noch ohne Beschicker gearbeitet wird. Die Vögele-Technologie des MT3000-2i Standard, des Super 1900-3i und der Bohle SB250TV hat die großen Anforderungen bezüglich Leistung und Qualität voll erfüllt. Die Ebenheit der Fahrbahnstrecke ist ausgezeichnet und die Baumaßnahme selbst verlief völlig reibungslos.
Roger Martin Entreprise zeigte sich hochzufrieden mit diesem Einsatz und der Perspektive, die Maschinen auch für weitere Baumaßnahmen unterschiedlicher Größe einsetzen zu können.